Telefonrechnung, bitte schön. Oh je. Naja. Na, das geht ja noch. 22,46. Na, da haben Sie sich ja direkt zurückgehalten diesmal. Ne? Denken Sie mal an den Reinfall das letzte Mal. Das muss ja wieder rein, die 628 Mark, ne? Ja, ja, so viele Kilometer, das geht ins Geld, ne? Ich war aber auch so selig, als ich meinen Mann dann schließlich gehört habe. Noch so eine afrikanische Revolution halte ich nicht aus. Das drückt auf den Etat, wie? Mein Sparbuch sieht aus wie ein gerupftes Huhn. Und die Kinder meutern schon, weil es zum Nachtisch immer Apfelmus gibt. Aber bis die 600 eingespart sind, bleibe ich hart. Moment, ich habe noch was für Sie. Ein Päckchen, bitteschön. Also wenn Sie das vergessen hätten, Herr Wolinski. Spätestens morgen. Sie, da drin ist mein Mann. Wieso und das? Gefilmt, sein erster Film aus Kalander. Ach so. Wiedersehen. Wiedersehen. Eure? Sehen wir so aus. Den haben wir extra für dich ausgeborgt. Meine Frau kann mich zwar nähren, aber solche Ausgaben sind nicht drin. Auf, Ina kennt die Platte schon. Lass mal, Carsten. Gerti kann höchstens mal Oberlehrerin werden. Und ich? Du kannst in 10 Jahren den Nobelpreis für Chemie bekommen. Ja, und dann sitzt ihr plötzlich da mit dem ganzen Geld und wisst nicht, wohin damit. Ich kann dir genau sagen, was sein wird. Ich sitze im Labor und die Ergebnisse veröffentlicht mein Professor unter seinem Namen. Also, wenn der nicht unken kann, ist ihm nicht wohl. Das ist ein Mann, sag ich dir. Besser als gar keiner. Wie geht's denn überhaupt so? Ach, man lebt. Die Jungen halten einen in Trab. Aber ohne Robert ist das alles nichts. Hörst du, Gerti? Ein glückliches Paar. Ja, das gibt es eben. Immerhin kommt ihr schön jeden Abend nach Hause. Sei froh. Auf Robert muss ich noch 280 Tage warten. Ich bin schon froh, wenn er gesund bleibt. Na ja, gleich wirst du ihn jedenfalls sehen. Ich bin schon gespannt. Du, der Kameramann aus unserem Haus, der hat mir den Tagesschaubericht noch mal gezeigt. Wäre das nicht ein Ersatzmann für dich? Das möchtest du gern, was? Ja. Du, aber neulich mittags, jetzt mal im Ernst, wollte ich bei Könke essen. Die haben mir glatt gesagt, es sei alles reserviert. Dabei war der ganze Laden leer. Die finden eben, dass eine Frau ohne Begleitung nicht in so ein feines Lokal gehört. Na, schaffst du es noch? Ja, es geht los. Ach, Gerti, das Licht. Hm. Ja. Ach, guck mal, da muss das Werk sein. Das ist schon ganz schön weit in der kurzen Zeit, was? Ein bisschen viel Gegend, was? Na, ich würde mir die Gegend gern mal ein bisschen näher angucken. Dabei kommen Sie kaum mal dazu, ans Meer zu fahren, um zu schwimmen. Oh, das muss Okuto sein. Da kaufen Sie ein. Ganz europäisch, schreibt Robert. Mhm. Du, das ist sicher sein Büro. Schau mal, da ist er ja selber. Gute Idee mit dem Spiegel, was? Ja. Das ist Ibrahim, Roberts Assistent. Sie nennen ihn Professor, weil er lesen und schreiben kann. Was ist denn das? Ach, das ist eine herrliche Geschichte. Da unten hat jeder viel Personal. Einen Boy, einen Koch und normalerweise einen Nachtwächter. Ibrahim hat aber nun einen Zwillingsbruder. Und der hat sich Robert immer als Nightwatch angeboten. Aber Robert hat abgelehnt und gesagt, er braucht keinen. Als er dann eines Abends nach Hause kommt, da hat ihm der Knabe das ganze Haus ausgeräumt. Na ja, und nun ist er Nachtwächter bei Robert und schläft nachts vor seiner Tür. Also für mich sieht er aus wie ein und derselbe. Hoffentlich ist das nicht ein cleverer Doppelverdiener. Oh. Sollen wir uns den Film nicht noch mal vorführen? Ich bin schon dabei. Schade, dass Robert nur so kurz zu sehen war. Filmen wird sein Ibrahim eben nicht können. Ist vielleicht auch besser so. In einem Film sieht man ja nicht wirklich, wie jemand ist. Manchmal denke ich schon, ich kriege einen ganz fremden Robert zurück. Lass mal. Wenn ich früher aus dem Kinderheim zurückkam, sagte meine Mutter immer, ich fremdele. Das werdet ihr auch ein paar Tage tun. Naja, wenn es dabei bleibt. Aber so lebt doch jeder ein Stück Leben ohne den anderen und verändert sich. Wie soll man denn das wieder zusammenkriegen? Nun mach mal kein Trauerspiel daraus. Ach, jedenfalls möchte ich mal wieder so richtig schick ausgehen. Deine Gedankensprünge sind einmalig. Nimm dir ein Beispiel an uns. Wir können auch nicht ausgehen. Mangels Kasse. Prost. Prost. Wie weit bist du denn? Ja, es dauert noch ein bisschen. Gerti. Ja, ich weiß, es war meine Schuld. Nur seit einem halben Jahr schon. Aber du, weshalb ich eigentlich anrufe? Mir wäre so nach Ausgehen. Habt ihr nicht zufällig irgendwo eine Party? Bei Harlos? Na, die kenne ich doch auch. Ach so. Na ja,
Nein, macht ja nichts. Ach, Unsinn. Ja, machen wir. Und viel Vergnügen. Tschüss. Gerti und Carsten. Mhm. Herr Martin? Ja, guten Tag, hier ist Frau Sonntag. Nein, nein. Aber Sie haben mir doch einmal gesagt, ich soll Sie anrufen, wenn mir die Decke auf den Kopf fällt. Naja, und jetzt fällt sie. Ich komme bestimmt nicht spät. Ich verspreche es dir. Einverstanden? Danke, Sir. Mit wem hast denn du gesprochen? Mit Papi. Bist du aus? Mhm. Mit wem? Also neugierig seid ihr nur einmal. Ihr müsst ja schließlich nicht alles wissen. Ich hab mir bloß gefragt. Also Frau Schierhölter weiß Bescheid. Jetzt geht ins Bett. Ich komme euch dann noch gute Nacht sagen. Schick siehst du aus. Duft der Frisur. Ach, nee. Sieh doch mal einer an. Nee, da habe ich schon lange auf der Wade. Ja? Oh, kein Wunder. Allein sein tut eben nicht gut, ne? Oh, vielleicht wissen wir ins Kino, ne? Mit dem? Das ist die Lache. Kino. Du guck mal, jetzt steigt sie ein. Ja, nicht mal um die Ecke. Womit das? Ich sag dir, du, da spinnt sich was an. Du, fürs den kümmern wir ja nicht. Och, der arme Mann. Sitzt da in seinen Schungel und ahnt nichts Böses. Ach, ich glaube, ich habe zu viel gegessen. War aber herrlich. Ich glaube, ich bin eine Ewigkeit nicht mehr aus gewesen. Naja, warum? Na, ganz einfach. Weil er niemand einlädt. Dabei gibt es angeblich in meinem Jahrgang keinen Frauenüberschuss mehr. Na, das hätten Sie aber schon vorher sagen können. Wozu gibt es schließlich Junggesellen? Na, jetzt hab ich ja. Meine Güte. Ist das schön, mal wieder gefahren zu werden. Wieso? Na ja, seien Sie mal als Frau allein unterwegs. Jeder Zweite hält einen für einen Vollidioten. Jeder Zweite? Komisch, Männer sind nur nett, wenn sie im selben Auto sitzen. Na, das finde ich ja nur wieder verständlich. Und was machen wir jetzt? Abwarten. Bleibst du denn? Gleich. Kommen Sie? Ja. Wie spät ist es denn? Gleich 11. Na, ganz schön. Du, bleiben Sie im Auto sitzen? Nee. Naja, etwas Angst dann haben Sie wohl doch noch. Ach, nur sei doch mal ruhig. Du, ich möchte bloß mal wissen, in welches Stockwerk Sie geht. Ins zweite oder ins dritte? Ich kann ja mal nachgucken. Hm. Martin. Und vielen Dank. Verabschieden sich im zweiten. Noch.
Demnächst landen Sie im dritten. Wetten? Mami! Matthias! Was ist denn los? Ich bin nur aufgewacht. War ich so laut? Nee, ich wollte aufwachen, wenn du kommst. Und was willst du denn noch so spät? Wie spät ist es? Na, jedenfalls viel zu spät für dich, hier noch rumzuspringen. Wieso? Wo warst du denn? Du alte Bergziege. Sag mal, wenn ihr mich nicht überwachen könnt. Ich war ausgenügt, dass... Ja, mit wem? Das erzähle ich dir immer, wenn du nicht so neugierig fragst. Und jetzt ganz schnell ins Bett. Gute Nacht, Matthias. Nacht. Gute Nacht, Florian. Gute Nacht, Mann. Jetzt schon. Übrigens, fährt sie schick mit dem Wagen von Herrn Martin? Na also, du weißt ja alles. Warum fragst du dann erst? Hast nicht kommen sehen? Nee, abfahren. Tollen Klang hat der Wagen. Dufte. Nach Guten Nacht, Mami, lass die Tür offen. Das soll ja eine ganze Menge Schulden haben. Ja, und das hat die erst rausgekriegt. Gucken Sie doch mal, der Polizist, der kommt schon zum zweiten Mal. Und wissen Sie auch zu wem? Nee. Ich sage bloß Sonntag. Die haben doch noch nie was mit der Polizei zu tun gehabt. Und vielleicht haben die Kinder ja was angestellt. Bei der Erziehung? Ja, oder mit dem Mann ist was, mit Herrn Sonntag. Nee, was soll denn das sein? Na, vielleicht ist irgendeine Geschichte mit dem Auslandsauftrag nicht... Och, Sie meinen, das war Schwindel? Weiß man's. Oder vielleicht war er sogar in eine krumme Sache verwickelt in seiner Firma und ist deswegen ins Ausland. Ja, auch möglich. Eigentlich habe ich ja gedacht, sie hat mit dem Wagen irgendwas angestellt. Du hast nämlich einen Kratzer an Kotflügel. Oh, aber deswegen kommt doch nicht gleich die Polizei. Hm, vielleicht ist es ja auch ganz was anderes, nicht? Ganz was anderes. Ja. Na, ich komm doch schon hinter. Auf jeden Fall passt uns das nicht. Gar nicht. Mein Mann auch nicht. Onkel Herbert, du hast gemogelt. Polizisten mogeln nicht. Vielen Dank, Matthias. Bitte. Magst du einen Kaffee, Herbert? Ach, wir spielen doch. Ach, bis der Kaffee fertig ist, da habt ihr mich längst besiegt. Du, die Uniform steht dir wirklich gut. Darfst du die auch privat anziehen? Ja, ich bin ja sozusagen auf dem Nachhauseweg, ne? Du weißt da eigentlich noch, was du früher alles werden wolltest? Mhm. Holzfäller in Kanada oder Viehzüchter in Australien. Wirklich? Mhm. Ah, ist beides nicht mehr so doll gefragt heutzutage. Erzähl mal. Na, da gibt's gar nicht viel zu erzählen. Nur, dass Onkel Herbert viel zu häufig seinen Beruf gewechselt hat. Und als Kind hat er sich jede Woche einen neuen ausgedacht. Aber jetzt nicht mehr. Bin gerade noch reingerutscht. Mit 25 ist man heutzutage schon ein alter Mann. Naja, ich geh mal in die Küche, Du bist ja schon eine halbe Stunde da oben. Das kann ich nicht. So lange kann eine Vorladung aufs Revier ja nicht dauern, ne? Nee, vielleicht ist Ihr Mann da unten wirklich was passiert. Ein Yachtunglück oder so ein Flugzeugabsturz oder sowas. Naja, wir schicken Sie doch immer die Polizei vor, um es den Leuten schon beizubringen. Vielleicht ist das ja auch ganz was anderes, ne? Ich habe da so eine Vermutung. Ja? Mhm. Sagen Sie, meinen Sie, dass der Polizei... Nee, ich sag nichts, bevor ich das nicht ganz genau weiß, ne? Ach du lieber Himmel, jetzt muss ich aber machen, dass ich in die Waschküche komme. Tschüss. Tschüss, Rotte. Ich will auch Polizist werden. Darfst du schon verhaften? Verhaften schon gar nicht. Dazu braucht man einen Haftbefehl. Ich darf höchstens jemanden festnehmen, wenn ich ihn auf frischer Tat ertappe. Toll. Wenn du Verkehrspolizist wirst, musst du dir eine gute Kreuzung aussuchen. So, was ist denn eine gute Kreuzung? Na, wo Weihnachten viele Autos vorbeikommen. Die Fahrer immer Geschenke hinstellen. Donnerwetter, du denkst aber praktisch. Aber das ist ja nicht unsere Hauptaufgabe, ne? Weiß. Hast du schon mal einen Mörder verfolgt? Über dich und so? Das macht höchstens die Kripo, Matti. Außerdem bin ich ja noch nicht so lange dabei. Na, das kommt sicher noch. Im Fernsehen gehen die ganz schön ran. Du, ich hoffe, bei mir wird das nicht so aufregend. Ich will später mal in Ruhe pensioniert werden, ohne Schussnarben, weißt du? Dazu wirst du Polizist? Ja, was stellst du dir denn unter dem Beruf vor? Was Spannenderes. So, zum Beispiel? So eine richtige Knallerei. Die Pistolen rauchen. Peng, 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 peng. Matthias, sag mal, das ist ja schrecklich. Wir haben uns jahrelang dagegen gewehrt, dass unsere Spielzeugpistole ins Haus kommt. So was soll man gar nicht erst versuchen. Wo hast du die denn her? Eingetauscht. Du, der Kaffee ist fertig. Kommst du? Hm. Oh, wir wollen noch weiterspielen. Ah, wir spielen nachher weiter, Du, die Hausmeistersfrau, die hat mich heute ganz schön gemustert. Die guckt immer so, jedenfalls bei jeder Neuerscheinung. Wahrscheinlich weiß sie längst, dass du zu mir kommst. Sag mal, kommst du am Freitag? Was ist denn dann? Oh je, dein Geburtstag. Den solltest du dir aber langsam gemerkt haben, Brüderchen. Niedlich siehst du aus. Gerti und Carsten kommen auch. Ja, schon notiert. Was wünschst du dir denn?
Manfred, schnell! Was denn nun schon wieder? Das Gesicht kenne ich doch. Manfred, das ist der Polizist. In Zivil. Nun lass mich doch mal in Ruhe meine Zeitung lesen. Polizist in Zivil, du. Na, wenn das nicht verdächtig ist. Ach, Manfred, du interessierst dich aber auch für gar nichts. In der Dunkelheit und mit Blumen. Das ist gar keine dienstliche Sache, du. Dann ist das eben außerdienstlich. Na, das ist ja unglaublich. Gerade erst war die Sache mit dem Kameramann. Also eben ein fixes Mädchen, nicht? Ja, und jetzt der Polizist. Was geht dich denn das an? Oh, sehr viel. Ich bin ja nicht kleinlich, nicht? Und wenn der Mann da wäre, dann würde mich das ja auch nicht im geringsten stören. Aber so mit den kleinen Kindern? Ach, da müsste man direkt die Fürsorge benachrichtigen. Das ist ja unverantwortlich. Aber ohne mich. Du, ich möchte bloß mal wissen, wie die sich kennengelernt haben. Naja, vielleicht ja bei einer gebührenpflichtigen Verwarnung. Sie hat was angestellt. Er schreitet ein. Sie lächelt. Er drückt ein Auge zu. Und schon ist der Funke übergesprungen. Du bist wohl neidisch. Carsten muss jeden Augenblick kommen. Er hat mir versprochen, diesmal ganz pünktlich zu sein. Sag mal, erziehst du nicht ein bisschen viel an ihm rum? Du, der hat so ein dickes Fell, der reagiert einfach nicht. Oh, wie Matthias. Der hat mir heute Nachmittag schon die Hälfte wegstiebitzt. Schlafen deine Trabanten schon? Ach, wenigstens sind sie still. Das ist schon mal was. Was ist denn nun schon wieder? Da ist noch einer. Was denn? Auch zu der Sonntag? Das habe ich noch nie gesehen. Aber der hat auch Blumen. Und sogar eine Flasche. Na, das kann doch kein Zufall sein, oder? Kann sein. Och, kann sein. Typisch. Dich interessiert ja wohl rein gar nichts, ne? Du, wie der sich wohl wundern wird, wenn der oben den Polizisten vorfindet, was? Och, nun hör doch wenigstens mal, ob der auch in den zweiten Stock geht. Ja, das kann ich ja machen. Nanu, der auch noch. Willst du denn nur eigentlich wissen, dass der auch zu der Sonntag geht? Ach Gott, das sieht man doch. Na, die Blumen und das Geschenk. Haben die doch mal selber Blumen gekauft haben. Dass ich nicht lache. Und außerdem werden die nicht alle zusammen zu der Sonntag gehen, wenn das ist, was du meinst. Heutzutage. Ach. Und dabei hat der Mann noch vor seiner Abreise zu mir gesagt, passen Sie gut auf meine Frau auf. Ja, also das tust du ja wohl, ne? Guten Abend, Herr Martin. Wollte doch auch gratulieren. Dankeschön. Woher wissen Sie denn, dass ich... Von Florian. Kinder sind doch schlimmer als Marktweiber. Aber kommen Sie doch rein und stoßen Sie mit uns an. Na, das ist aber fein, dass du so tüchtig bist, wo die Mami noch nicht aufgestanden ist. Na klar. Und der Onkel, der heißt Onkel Herbert? Ja, und der bringt uns fast immer was mit, Matthias und mir. So, da geht's euch ja gut. Ihr habt wohl eine Menge Onkel zum Spielen, was? Nee, nur noch Onkel Carsten. Onkel Carsten? Ja, aber wenn der spielen soll, denkt der bloß an was anderes. Ach so, was? Ja, aber der Onkel Martin, den hast du doch ganz vergessen. Das ist kein Onkel, der ist Herr Martin. Tschüss. So. Was ich sehe, das sehe ich. Da beißt keinem aus dem Faden von ab. Bin ja auch nicht neugierig. Aber wozu hat man Augen und Ohren? Ja, da müsste man die Augen schon zumachen, um nichts zu sehen, nicht? Achtung!
Guten Morgen allerseits. Tja, Frau Sonntag. Na, Probleme? Sie machen so sorgenvolle Gesichter. Oh, nö. Wie man sich so unterhält, Frau Sonntag, ne? Na, dann will ich mal nicht stören. Die macht sich wohl noch lustig, was? Ach du, die ist doch kein bisschen verlegen. Eigentlich ist die richtig nett. So. Ach Mutti, das ist mir doch egal. Sollen sie doch alle denken, was sie wollen. Du, der Kameramann war ja schon sensationell. Aber seit ich was mit Herbert habe... Du sag mal, wie hast du das eigentlich gemacht? Wenn eine Frau wirklich allein ist, die kann sie doch gar kein Privatleben mehr leisten. Du, aber weshalb ich eigentlich anrufe? Irgend so ein Missstück hat Robert geschrieben. Warte mal. Der Blutdruck war ziemlich niedrig, kannenweise Kaffee, viele Krankheitsfälle, bin immer noch... Warte mal. Ja, übrigens, Herrn Martin hast du mir ja gestanden. Aber von einem uniformierten Verehrer wusste ich nichts. Ich bin heute durch einen anonymen Brief von seiner Existenz informiert worden. Ich schwör's dir. Aber warte mal, es geht noch weiter. Also grüß mir den liebenswürdigen Stellvertreter, der dich jetzt öfter besucht. Sicher ein sympathischer Mann. Ich kann mich doch auf deinen Geschmack verlassen. Und jetzt muss ich raus zur Baustelle. Grüß die Kinder, Kuss Robert. Na, was sagst du dazu? Wieso? Meinst du wirklich? Aber was? Also wenn du glaubst? Ja, sicher hast du recht. Also er kriegt gleich einen Beruhigungsbrief. Ja, ich werde ihm auch alles erklären. Die soll sich hüten. Du Mutti, ich mache jetzt Schluss. Ja, tschüss. Also dann... Postmaster. Na, was von zu Hause dabei? Wenn ich fröhliche Gesicht mache wie heute, dann immer. Ist grad oben drauf. Na bitte, wer sagt's denn? Wollt ihr auch langsam Zeit, nicht? Ja. Hoppla. Ja, geht mir auf. Hier, Master. Ein schöner Herr General. Guck mal. Mister, kennen Herrn General? Ja, du. Den General, den kenne ich allerdings. Gute Nachrichten? Ja, natürlich habe ich gute Nachrichten, Professor. Warum sollte ich denn schlechte haben? So, und jetzt bringen wir uns mal ein bisschen was zu trinken, was? Okay, Sir. Es muss doch gefeiert werden.